Willkommen zurück zu Deus Ex. Ich habe letztes Mal ein bisschen Unsinn erzählt, nämlich, dass der Tracy Denton hier einer der Bösen wäre. Und der eine in dem im Intro, der sieht ja auch so ein bisschen aus, ne? So mit kantigem Gesicht und dem dunklen Mantel. Aber das ist doch ein anderer, der mit der blauen Tätowierung. Das sind die Bösen und der Tracy Denton ist keiner von denen, sondern ein Agent im Auftrag der UN-Antiterror-Gruppe. Bevor ich da jetzt reingehe, zu dem... zu der Statue, wollte ich mich erstmal am nördlichen Dock umschauen, weil da ja der Informant sein soll. Und wie ihr vielleicht merkt, läuft das Ganze hier ein bisschen flüssiger. Das liegt daran, dass ich habe ursprünglich das HD Texture Pack ausprobiert. Das hat mir aber nicht gefallen, weil ich mit der Pistole, die Pistole hatte dann Grafikfehler, das fand ich nicht so toll. Aber von den gleichen Machern oder auf der gleichen Webseite zumindest habe ich den OpenGL Renderer gefunden, eine neuere Version davon. Und mit dem läuft das Spiel einiges flüssiger bei mir. So, dass ich jetzt mit 60 FPS aufnehmen kann, statt mit 40 wie davor. Und genau, deswegen kommt ihr jetzt auch in den Genuss. 60 Frames pro Sekunde. Statue is copper on an iron frame, right? Passwords enough, pal. Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get inside. Depends. Get your man out, take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. I can't promise. In the line of duty, I may have to use force. Buddy, I don't know. The commander's not much of a soldier. He'll surrender right away. I don't see anyone waving a white flag. He's my main contact at the NSF. I need him alive and out on bail or I don't have much of a business. You can forget the key. We have an emergency here. A terrorist offensive on UN-protected territory. Do you work for UNATCO or not? There's more than one way into the statue. You want to kill rebels, you're on your own. Eh, you should sneak in from the back. Less chance of a shootout that way. Okay, das war der Informant. Der hat mir gerade ein Bild gegeben. Das werde ich mir gleich anschauen. Zuerst mal die ganzen Leuchtfackeln hier einsammeln. Immer schön alles mitnehmen, was geht. Na, was bist du? I get a cut for bringing him over. Tell me what you know about the NSF operation. I'm not that high level. The more elite troops, they're the ones that took over the ship and unloaded it into speedboats. I think we're supposed to be a diversion. A ship? That's all I know. The commander gave me a 10mm clip, a box of 30-06 ammo, and some crossbow darts, and said keep your head down. Like I'm gonna take on your UNATCO troops. Want 'em? You can have the clip for 175, the 30-06 for 300, and the darts for 50. But if I was you, I'd avoid a head-on attack altogether and not even use the key Philbin got. I'd go in the statue from the back. Less security that way. I'll take the 10mm clip for 175. Put a slug. Sie sagt, ich soll dem Anführer in den Arsch treten, der andere sagt, ich soll den Anführer verschonen. Kommt man da? Hätte man da vielleicht vom Anfang her gleich hinschwimmen können. Bin hier am Anfang gleich ins Wasser rein. Komme ich da wieder rauf? Oh, verdammt. Vielleicht war das doch keine so kluge Idee, hier reinzuspringen. Ach nö. Ich lade mal eben und... Moment, vielleicht gibt's da unten ja was. Das könnte eine Tür sein, dass da... So eine Art Falltür oder so. Wobei ich mir jetzt eigentlich gerade die Bilder angucken wollte, ob es vielleicht dieselben sind. Oha! Zwei Dietriche. Ja, ich habe drei. Ah, die Luft geht langsam aus, schnell nach oben. Ist da oben rechts, oben links neben dem Körper der rote Balken auf der rechten Seite. Ist die Luft? O2, das ist Sauerstoff.
Gibt's hier Luft? Nein, hier gibt es keine Luft. Also schnell nochmal kurz hoch. Schau mal die Brechstange in die Hand. Das sieht aus wie ein gesunkenes Schiff, ne? Aber leider gibt es hier keine Luft. Dafür aber Waffenmodifikator Präzision, eine abgesägte Schrotflinte und Waffenmodifikator Laden. Ich nehme an, damit kann man dann genauer schießen und schneller nachladen. So, und der Preis dafür dürfte jetzt wohl sein, dass ich da komplett außen rum schwimmen muss, wieder zur Leiter oder zur Treppe ganz am Anfang. Silent? Ah nee, okay. Ah, puh. Dann habe ich mich gerade noch blöd angestellt. Glück gehabt. Da speichere ich doch direkt mal. Wow. Schön. Also ich habe das Spiel jetzt schon mal durchgespielt vor 10 Jahren ungefähr. Nochmal da oben. Ja. Aber das habe ich damals nicht gefunden. Ich weiß eigentlich nur noch so von der ersten Mission hier so ein kleines bisschen was. Ah, und jetzt wollte ich einen Blick auf die Bilder werfen. Wo sind die denn da? Das ist der Terroristenanführer. Aha. Das habe ich dann mal schon dreimal gekriegt, das Bild. Ja, der eine hat gesagt, ich soll den verhören. Der andere sagt, ich soll den verschonen. Und sie hat dann gesagt, ich soll den Arsch versohlen. So, das ist der Eingang, den ich da aufgemacht habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Vorder- oder Hintereingang ist. Ist mir jetzt auch relativ egal. Ich gehe da jetzt einfach rein. Ja. Mir wurde gesagt, dass das die erste Folge zu dunkel war auf YouTube. Und in der Tat ist das Spiel in der Aufnahme um einiges dunkler als hier live beim Spielen. Deswegen habe ich ein bisschen rumprobiert. Und ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das Spiel ein bisschen heller zu machen. Alarm? Kein Alarm? Und ich glaube, ich werde die erste Folge nochmal neu hochladen. Und ab der zweiten werde ich die... Oh, das ist halt Punkte. Was ist das? Ein Geldautomat. Hier kann ich mich heilen. Und deswegen werde ich ab der zweiten Folge die Helligkeit entsprechend anpassen. Zigaretten heilen nix. Das da halt was. Das kann man gleich anbringen. Schnellladen zur deutlichen Senkung der Ladenzeit von Feuerwaffen. Ja, dann hau den mal da drauf. Und außerdem will ich die Präzision meiner Pistole verbessern. So, ich nehme was zum Trinken. Jawohl, nochmal 2 Punkte heilen. Und noch einen Schluck aus dem Wasserhahn. Wie sieht die Gesundheit aus? Na ja, das Bein ist ein bisschen angeschlagen. Ist das da oben die Kamera von vorhin, die zweite? Könnte es sein. Ein Alarmknopf. Eine Lamp. Stay cool, the guy's still around. Wer schießt mich da ab? Wer? Ich da gerade mit Wasser. Wo? Da! Nahkampf, wenn ihr Nahkampf wollt, dann kriegt ihr Nahkampf. Verdammt! Everybody be careful. Ach Mist. Dann lade ich eben nochmal. Das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Es war gerade so schön frei da drin, so schön leer. Ich laufe da jetzt nochmal hin, dann speichere ich und das zwischendrin, das schneide ich alles raus. So, da sind wir wieder und ich habe gerade beschlossen, bevor ich da reingehe, werde ich natürlich zuerst mir meine Waffen modifizieren. Aber ich werde mich auch zuerst mal heilen, bevor ich da reingehe, so blind. Nämlich das Bein, 57 Punkte. Und der Torso, 72 ist noch okay, das sollte passen. Dieses Fass, was macht das? Ich glaube, das kann man explodieren lassen. Ein Medikit. Schön. Da drüben gibt's Alkohol. Da wurde ich aber letztes Mal entdeckt. Von hier kam einer runter. Ich ducke mich, um genauer zu schießen. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Bei Counter-Strike früher hat das immer funktioniert. So, schön in Deckung bleiben.
Ist da noch einer? Nein. Gibt's hier noch was? Nein. Dann mal schnell rüber. Also wie gesagt, ich will mich hier durchballern, aber das heißt natürlich nicht, dass ich hier ohne Deckung einfach wild drauf losgehe. Das ist interessant. Das heißt, man kommt da sogar raus, ohne die Tür zu öffnen. Aber nach drinnen funktioniert das wohl nicht. Was ist ein PS20? Was ist ein PS20? Ach, das ist die Pfefferpistole. Wie viele habe ich davon? Oder was ist das? Nein, hier PS20. Pistole mit integrierten Schalldämpfer, die kleine Plasmaladung verfließt. Mal schauen, was die kann. Wie viele davon habe ich? Keine Ahnung. Mal schauen, wird schon passen. Hier noch irgendwas? Nö. Nee, Moment, von da kam ja vorhin auch keiner. Die kam da unten raus bei dem Laser, ne? So. Und die ist auch sehr präzise, wie ich sehe, die Waffe. Also von da kam einer und da kamen drei raus. So, diese Lamps, die kenne ich schon aus dem Tutorial, das sind so Sprengladungen. Das ist nochmal der Login für das Sicherheitssystem draußen. This security setup is strictly amateur stuff. Keep an eye out for ways to bypass it. These old pre-millennial buildings are riddled with ventilation shafts and maintenance tunnels. Den habe ich gefunden, bevor du es mir gesagt hast. Schnell mal Licht aus. Na, das Zeug nehme ich ja noch. Und dann zur Feier. Weil ich drin bin, erstmal eine Portion was futtern, ein paar Chips und ein Whisky zum Nachspülen. So. Ein Dietrich. Puh. Mal schauen, vielleicht geht's ja hier weiter. Ich habe ja gerade schon 2 Liter hierher verbraucht für das gesunkene Schiff. Was ist das? Oh, Kontonummer und PIN. Naja, ist notiert. Schaue ich mir nachher an. Maximale Zahl zum Tragen. PS20 1. Eine Schreibtischlampe. Kommt man hier raus? Nein. Kann ich da? Nein. Vielleicht mit dem Stuhl. Na komm. Ne, das funktioniert leider nicht. Die Boxen kann ich mir auch nicht schnappen. Die hätte ich gerne. Da ich eh nicht zurückkommen werde, zeige ich einfach mal, was die machen. Diese PS20, ist da vielleicht ein Gegner? Ja, da ist ein Gegner. Dann warte ich mal kurz, bis er wiederkommt. Dann schieße ich auf den. Den klappt auch nicht. Ist hier? Nein? Wo bist du? Komm wieder. Oh, jetzt komm schon. Komm raus. Zeig dich. Da liegt ich. Die schießen so ein Plasmateil, aber leider halt nur einen Schuss. Ich denke, das macht schon einiges an Schaden. Alarm aktiviert. Öffnen Sie die Tür vielleicht? Nein. Na, dann öffne ich eben mal die Tür. Oh ne, da kommen sie ja schon. Super. We're busted. Oh, Pistole. Pistole, Junge! Oh, Mensch. Bis gleich.